Naja, bevor wir damit anfangen, dann möchte ich erstmal so die Grundlagen zeigen unseres Spaßes, den wir Ihnen eben schon erklärt haben. Und zwar, das ist das ganze Geheimnis. So sieht dieses Teil aus. Und ganz wichtig dabei, diese Platine, die hier drauf sitzt, das ist der eigentliche Computer. Das sind nämlich zwei. Diese sitzt da oben drauf. Ja, da haben wir dann so ein paar Sachen drauf. Da ist der Prozessor, da ist das Basic gleich mit drin. Ein paar Bausteine da drum herum. Zwei Taster für Reset und für Start. Da sind dann drei Leuchtdioden, die zeigen an, in welchem Status das Gerät ist. Und das kostet 99,50 Mark. Und wenn Sie vernünftig damit arbeiten wollen, auch Anschlüsse haben wollen, dann sollte man gleich dieses Starterboard hier mitkaufen. Und das kostet nochmal 69 Mark. Da haben Sie dann die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine Echtzeituhr anzuschließen, die die Zeit, also so eine DCF77, die die Zeit dann immer dem Programm zur Verfügung stellt, die hier analog Eingänge, analog Ports, wo Sie Sensoren anschließen können, zwei analoge Ausgänge, dann haben wir hier 8-Bit-Ein- und Ausgang, hier 8-Bit-Ein- und Ausgang, hier oben nochmal die ganzen Statussachen und nochmal alle Signale des Prozessors kommen hier heraus. Zwei Relais sind hier mit drauf, die kann man über Jumper aktivieren und daneben kann man dann gleich irgendwelche Geräte anschließen. So, das ist der Gesamtaufbau, ist also knapp 170 Mark für dieses Gerät, so wie es da ist. Sie brauchen noch ein Netzteil dafür, das muss man natürlich haben. Sie können das auch mit Batterie laufen lassen, 9 Volt, wird auf die Dauer vielleicht ein bisschen teuer. Ja, nun wollte ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, damit zu arbeiten. Ampel habe ich schon erzählt, ich muss mich ja nicht unbedingt schämen, aber das ist nun mal eine Ampel. Das sehen Sie so, wenn man so guckt, so rot, gelb, grün, also von oben nach unten. Das stecke ich jetzt hier drauf, muss natürlich die richtigen Ports nehmen, die ich auch in der Software drin habe. Das muss ich mal sehen, sehe ich das? Ja, habe ich gesehen. Und dann gehen wir gleich auf den Monitor. So, da steht jetzt das Programm im Klartext, im Quelltext. Und da steht, ich markiere Ihnen das mal, Define Rot Port 6. Das heißt, das digitale Port mit der Nummer 6, Hardware Nummer 6, das wird Rot genannt. In Zukunft brauche ich also nicht mehr sagen Port 6 ein, sondern Rot ein. Define Gelb, Port 7, Grün, Port 8 und dann brauche ich noch eine Variable für eine Schleife. So, und jetzt fange ich hier an. Ich initialisiere meine Ports. Ich sage einfach Rot, also mein Port 6, ist off, aus. Gelb ist on und Grün ist off. Und das gehört eigentlich noch gar nicht so richtig zum Ampelprogramm. Hier, ja, hatte mir die Zeile weggenommen, ich wollte sie richtig schön markieren. So, das hier, da ist eine Schleife. Wenn man eine Verkehrsampel einschaltet, dann kann man nicht gleich mit Grün oder Rot anfangen, sondern man blinkt erstmal. Und das mache ich hier in einer Schleife 10 Mal, Gelb off, Pause 25. Pause 25, also 25 mal 20 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Dann Gelb on und dann Next E. Das ist also eine halbe Sekunde blinken. Und danach setze ich die Ampel in einen definierten Zustand. Ich schalte Rot ein und Gelb aus. So, das eigentliche Ampelprogramm, was sich dann immer und immer wieder wiederholt, das steht hier. Rot gleich on, Pause 200. Gelb gleich on, Pause 100, dann ist Rot und Gelb an. Dann geht Gelb off, Rot off und Grün on. Pause 200 und so weiter. Sie sehen es ja selbst, wie eine Ampel funktioniert, wissen Sie auch. Was ich jetzt machen muss, diesen Quelltext, dieser reine ASCII-Text, der muss kompiliert werden. Das ist hier in der Benutzeroberfläche mit drin, in C-Control-Unit übertragen. Jetzt kompiliert er, sind 130 Byte, also überhaupt nicht viel, ist schon übertragen. Denn die serielle Schnittstelle, die haben wir ja auch hier mit drauf, damit wir mit dem Rechner kommunizieren können. Nicht nur Daten und Programme in den Rechner, in diesen C-Control-Basic-Rechner übertragen, den Steuercomputer, sondern auch Zurückmeldungen empfangen. So, das Programm ist jetzt drauf. Jetzt muss ich auf die Starttaste drücken und wir gucken auf diese Leuchtdioden hier, auf diese Ampel und die müsste ja jetzt funktionieren. Und los geht's. Jetzt blinkt erstmal die gelbe 10 Mal, hat man dem Programm erzählt. So, wenn er damit fertig ist, müsste rot angehen. So, 8, 9, da. Da ist rot an, gelb ist aus. So, und der Ablauf ist, dass jetzt Gelb dazu angeht. Da ist es schon. Jetzt gehen die beiden aus und Grün geht an. So, und dann geht Grün wieder aus und Gelb an und dann wieder Rot. Sie sehen also, es ist wirklich sehr einfach. Und man kann quasi im Klartext das, was man programmieren will, beschreiben. Und der Rechner macht es. Es ist ein faszinierendes Erlebnis gewesen, mit so einfachen Mitteln so etwas so schnell hinzukriegen. Also manche große, professionelle Steuerung könnte sich da eine Scheibe abschneiden. Machen wir noch was. Und zwar habe ich jetzt hier eine ganze Reihe von Leuchtdioden, genau gesagt 8 Stück, da zusammengebraten. Das ist also nicht gelötet. Das sieht aus, wie Gott gebe, dass es klebe oder sowas. Ich muss jetzt den Rechner wieder anhalten, diesen Steuercomputer, lade mir hier ein anderes Programm, das heißt LED-Zeile 2. Das war als Demo dabei, das habe ich ein bisschen verändert. Sage in C-Control übertragen, also kompilieren und übertragen.
So, und wenn er fertig ist, dann sehen wir auf diese rote Fertig, rote Leuchtdiodenreihe, ich starte das und auf geht's. Jetzt blinken die erstmal 10-mal und, nee, 5-mal nur. Und jetzt fangen sie an, dann Muster zu machen, nach außen laufen, dann binärer Zähler, der von innen aus verkehrt rumzählt und so weiter. Ja, was man damit noch machen kann mit diesem Computer, Sie haben analoge Eingänge, habe ich Ihnen gesagt. Und da kann man dann Sensoren, zum Beispiel einen Lautstärkesensor nehmen, der wird dann einfach da drauf gesteckt und gibt mir dann in einer Variable einen Wert von 0 bis 255. Genauso ein Temperatursensor oder ein Feuchtigkeitssensor oder Luftdruck. Und Sie wissen, dann kann man schon eine Wetterstation damit basteln. Und Sie können natürlich auch eigene Sensoren dafür nehmen. Zum Beispiel sowas. Ich habe einen alten LDR, einen alten Fotowiderstand genommen und einen Poti dazu. So, und dann messe ich die Helligkeit in 256 Schritten. Und das hier ist zum Beispiel ein Voltmeter. Ist ein Spannungszahler im Schrumpfschlauch. Das misst mir 0 bis 10 Volt. Sie sehen, man kann quasi alles damit machen. Es macht wahnsinnigen Spaß, muss ich immer wieder sagen, weil es einfach so ist. Und dem Wolfgang Back macht das auch Spaß. Sie sollen mal sehen, was der zusammengebastelt hat. Das sieht aus. Boah.